Herzlich willkommen, ihr alle. In der vierten halben Stunde kunstvolles Sticken mit Annemie. Auch heute arbeite ich wieder an mein Erinnerungenbuch, Erinnerungen an meine Mutter, wovon ihr die Blog findet auf meiner Homepage. Was ich hier jetzt mache, ist der überwendliche Stich. Ich musste meine Brille abnehmen. Diese Arbeit hab ich selbst zusammengestellt und nenne es eigentlich alte Techniken in eine neue Jacke. Ich sehe jetzt hier diese Weiß-in-Weiß-Arbeit macht, dass es sowieso nicht geeignet ist, um es als Tutorial zu sehen. Aber so ist es auch nicht gedacht. Es ist hier gedacht, dass ich euch mitnehme, wenn ich arbeite, um mich zu inspirieren, um euch Gesellschaft zu leisten, um euch einzuladen, um zu arbeiten. Wenn ihr diese Sachen jetzt hier, alle Techniken, was hier in diese Unterrichtsstunde eigentlich zurückkommen, dann müsstet ihr schauen auf meine Tutorial-Homepage tutorials.annemiekunnen.com. Da findet ihr den Tutorial und da ist alles in Farben erklärt. Und hier in diese alte Techniken nehme ich mir natürlich auch die Freiheit, um andere Stiche dazu zu nehmen, wie dieses Colonial Knot, die rote Knötchenstichen und diese italienische Ajourverbindung, was aussieht wie ein Netz. Diese ausgeschnittenen Stücke kommen vor in englische Stickerei. In Filz ist es natürlich alles anders. All diese Unterrichte, wo wir sticken auf Filz und auch was ich euch so zeige in dieser halben Stunde, da habe ich umgesetzt von Arbeiten mit Stoff nach Arbeiten mit Filz. Filz hat Unterschiede. Ich habe diese Motive hier angesetzt mit einem Kettenstich. Und hier umwickle ich eigentlich diese Kettenstich auf den Filz. Ab und zu muss mein Faden entdrehen. Und dann kann ich wieder weiter. Schön den Faden geleiten, dass jeden Stich schön nebeneinander liegt.
Ich geleite meinen Faden. Ich bestimme, wo der Faden genau hinkommt. Und das bestimmt nicht der Faden. Wir sind noch immer der Boss. Es ist schon wieder eine Weile her, dass ich an mein Erinnerungenbuch gearbeitet habe. Aber immer viele Sachen möchten auch gerne Andacht. Ich möchte schon, dass ich hier schon mal was mehr Zeit für habe, aber alles kommt auf seine eigene Zeit. Ich hoffe eigentlich, dass ihr hier jetzt mit mir zusammen vielleicht an eine ganz andere eigene Arbeit arbeitet. Und mich dazu habt für die Gemütlichkeit. Hier kann man jetzt auch sehen, wie ich mich um diese Ecke herum arbeite. Ich gehe hier ganz nach hinten, da wo ich frei um die Arbeit hin kann oder in die Arbeit, nein, um. Und diese Ecke lasse ich nicht verschwinden im Außenrand, sondern lass es hierher gehen. Und dann muss ich hier mal kurz ein paar Stiche von diesem überwindlichen Stich in die Oberfläche machen, bis dass ich dann wieder um den Filz- und Kettenstich hinarbeiten kann. Das wäre, nein, ich mache ihn trotzdem nochmal hier und etwas größer. Manchmal kann man besser bestimmen. Also, man sieht andere Sachen, wenn ich richtig so an einer Arbeit arbeite, als wenn ich die einzelnen Stiche zeige in ein Tutorial. Ja, es ist natürlich für euch ein bisschen schade hier, dieses Weiß in Weiß, aber das ist halt, was ich im Moment in diese Techniken tue, und dies ist halt eine meiner Arbeiten, wo ich jetzt dran arbeite. Jetzt bin ich hier schön um diese Ecke gekommen und kann ich hier wieder weiterarbeiten.
Ich muss noch mal entkringeln. Die Techniken, die hier in dieses Thema zurückkommen, sind eigentlich Englischstickerei, Renaissance-Strickerei mit diesen Fadenverbindungen und Richelieu-Stickerei, wo diese Fadenverbindungen dann auch nochmal verziert sind mit Picots. Mein Faden ist zu Ende. Wir gehen zwischen die Schichten. Ich mache das dreimal in eine richtige Arbeit und dann kann ich abheften. Jetzt könnte ich hier einfach weiterarbeiten mit diesem überwindlichen Stich, aber vielleicht ist es für euch schöner, wenn ich jetzt wieder andere Sachen zeige hier. Also werde ich euch zuerst hier diese kleine rote Knötchen zeigen in Colonial Knoten. Und hier kommen sie. Anheften zwischen die Schichten. Das mache ich dreimal. Ich hebe meinen Faden hoch, dann geht die Nadel unter das Löchelchen zur ersten Stelle. Dieser koloniale Knoten habe ich eigentlich wörtlich übersetzt aus dem Englisch so. Ich konnte es nicht finden in deutsche Bücher. Vielleicht gibt er es schon unter einen anderen Namen. Also diese Namen sind oft in die verschiedenen Sprachen schon anders. Ich mag dieses Knötchen. Ich finde es schön aussehen.
Noch eine. Und ich hefte meinen Faden ab. Und jetzt haben wir innerhalb unserer halben Stunde noch gerade ein bisschen Zeit, um noch etwas zu zeigen von diesem Renaissance-Arbeit. Und da, wo wir in die englische Stickerei mit diesen überwindlichen Stich arbeiten, so arbeiten wir in Renaissance-Arbeit mit dem Knopflochstich. Nun ist hier ein Stück, wo ich schön arbeiten könnte, weil ich hier schon diesen überwindlichen fertig habe. Also fange ich schön auf dieser Ecke, kann ich anfangen. Dann gehe ich hier nach meinem Anfangspunkt, sodass ich schön diese Ecke habe. Gehe mal nach unten und komme im Freiraum wieder hinaus, weil ich hier einen stabilen Anfang möchte. Im freien Raum gehe ich dann über die Schnittlinie und habe hier dann eigentlich einen doppelten Stich, was gleich Stabilität gibt. Und es geht wieder weiter, schön nebeneinander. Den Faden leiten. Und hier komme ich jetzt von der anderen Seite eigentlich vorbei diesen Knoten oder Ecke, wo ich gerade war. Was ihr seht, dieses Ausstecken ist eigentlich der weiche Filz vom Schneiden. Und das möchte ich natürlich ganz bedecken. Noch einmal, denke ich. Ja. Und dann arbeite ich von dieser Seite. Also ich gehe im Freiraum und lege an und ziehe diesen Faden ganz nach links. Ich halte es auch ein bisschen, schiebe es noch ein bisschen. Wenn ich das möchte, kann ich hier noch ein bisschen zurückgehen, um da diese kleine Aussparung noch immer zu bedecken. Also nehme ich hier ein bisschen wieder in der Oberfläche.
Ich wollte, dass es da nicht eine freie Stelle gab, dass die Stiche schön nebeneinander fortgehen. Und jetzt noch einmal eigentlich im Vers für diesen Übergang. Aber jetzt kann ich im Freiraum. Also so wie schon gesagt, ob man mit Stoff arbeitet oder mit Filz arbeitet, ist anders. Und das ist, was ich eigentlich in mein ganzes Lieblingsstichbuch mache. Ich setze die Stiche um von Arbeiten mit Stoff nach Arbeiten mit Filz. Wenn es mir nicht gefällt, nehme ich es ein Stückchen zurück und mache es so, wie es mir gefällt. Und jetzt ist meine halbe Stunde schon fast vorbei und macht es mich auch wieder klar, wie viel Zeit in Stickerei drinne geht. Aber herrliche Zeit. Und so herrlich, dass ich fast nicht aufhören kann mit Arbeiten. Und jetzt ist unsere halbe Stunde vorbei. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich hoffe, dass ich euch inspirieren konnte. Oder vielleicht war es nur gemütlich, um zusammenzuarbeiten. In alle Fälle, bis ein anderes Mal. Viel Spaß. Tschüss.